Quasi jedes große moderne Verkehrsflugzeug verfügt über diese Auftriebshilfen an der Tragflächenvorderkante, also an der Leading Edge der Tragfläche, genauso wie an der Tragflächenrückseite, an der sogenannten Trailing Edge der Tragfläche. Vorne an der Leading Edge haben die meisten Maschinen sogenannte Slats. Das sind ganz einfach gesagt ausfahrbare Flügelvorderkanten. An der Tragflächenrückseite finden wir dann die Flaps. Fowler Flaps bewegen sich beim Ausfahren erst nach hinten und dann nach unten, erhöhen damit die Fläche der Tragfläche und die Wölbung der Tragfläche. Voll ausgefahrene Landeklappen bei der Boeing 747-400 vergrößern damit die Flügelfläche um ganze 21% und geben der Tragfläche damit die Möglichkeit, ganze 90% mehr Auftrieb zu erzeugen. Und so kann auch dieses Flugzeug zu Start und Landung sicher langsam fliegen.